Hey Jumba, willkommen in Night City und in diesem Video. Es gibt eine Menge Referenzen zu der Matrix-Reihe in Cyberpunk 2077. In diesem Video zeige ich dir alle, die ich in Night City finden konnte, wobei ich natürlich nicht ausschließen will, dass es da vielleicht noch mehr gibt. Falls du also nach dem Video feststellst, dass ich eine wichtige Referenz nicht erwähnt habe, dann lass unbedingt einen Kommentar da. Ich werde hier nichts von der Story verraten, aber du siehst hier nun natürlich einige Szenen aus Cyberpunk 2077, wobei die für sich genommen keinen Sinn ergeben sollten. Insofern sollte das Ganze dich nicht großartig spoilern. Okay, Chum, lass uns beginnen. Es gibt einige sehr offensichtliche und einige nicht ganz so offensichtliche Referenzen, die man auch ziemlich schnell übersehen kann, vor allem weil es dann recht kurze Momente sind, in denen man vielleicht gerade nicht direkt an die Filme denkt, die doch jetzt schon einige Jahre hinter uns liegen. In dieser Kategorie fallen auf jeden Fall die ersten beiden Referenzen. Während der Mission Transmission bekommen wir eine weitere Mission, Never Fade Away. In dieser Mission reden wir über einen Deal. Unser Gespräch wird durch zwei Agenten in Anzügen unterbrochen. Einer der beiden spricht uns auf eine ganz bestimmte Art und Weise an. Deal. So ist es. Dringend, allerdings. Johnny, hast du nicht geschnallt, dass man dich beschattet? Mr. Silverhand, Sie werden uns begleiten. Ein wirklich kurzer Augenblick und ich habe den beim ersten Durchlauf nicht mitbekommen, weil ich derart in diese Szene und der drohenden Eskalation vertieft war. Aber später fiel mir auch der Tonfall auf und dann war es mir klar, das ist auf jeden Fall aus Matrix. Mr. Anderson. In der Mission Don't Fear the Reaper landen wir in dieser Szene. Sobald wir durch die Sicherheitskontrolle gehen, ertönt ein Signal, das allen Anwesenden das sichere Zeichen dafür gibt, dass es hier gleich zu einer Party mit einer Menge Nulllinien kommt. Feiern wir, als wäre es 2023. Materialien mitzuführen ist nicht gestattet. Wir wünschen einen angenehmen Tag. Auch hier habe ich bei meinem ersten Durchlauf keine Sekunde an Matrix gedacht. Aber wie wir sehen, kommen wir zu einer längeren Szene, die aber auch nicht wirklich jeder direkt zuordnen konnte. Nachdem wir in einigen Enden unser Ziel erreicht haben, landen wir in diesem Aufzug. Hier erwartet uns dann folgende Begebenheit. Wir sehen hier zwei Katzen. In Cyberpunk 2077 haben Katzen auf jeden Fall eine gewisse Bedeutung, aber in diesem Fall ist es ganz offenbar auch eine Referenz auf diese Szene hier. Oh, déjà vu. Neo sieht hier ebenfalls zwei Katzen. Er ist sich nicht wirklich sicher, ob es sich um dieselbe oder um zwei unterschiedliche Katzen handelt. Daraufhin wird ihm erklärt, dass sowas geschieht, wenn sich etwas in der Matrix verändert. Auch in Cyberpunk 2077 kann man sicher sagen, dass sich nach dieser Szene etwas verändert hat. Die Wahl zwischen der blauen und der roten Pille ist wohl jedem bekannt, der auch nur einmal Matrix geschaut hat. Eine Szene, die im wahrsten Sinne des Wortes in die Geschichte eingegangen ist und heute für viele Dinge als Sinnbild genutzt wird. In Cyberpunk 2077 gibt es gerade zu dieser Szene eine sehr klare und offensichtliche Referenz, aber auch eine weniger offensichtliche. Hier die absolut offensichtliche Szene, die wir während der Mission Chippin-In zu sehen bekommen. Left or right? Ich denke, hier hat jeder sofort an Matrix und an die Szene mit Neo gedacht. Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal ist nun mal die Farbe, also blau und rot. Genau diese beiden Farben kommen aber auch in einer sehr wichtigen Szene zum Tragen, die wir bei jedem Ende durchlaufen müssen und so herrlich und spektakulär ist, dass sie kaum jemanden auffällt. Es geht dabei auch eher nicht um die Szene, sondern um den Ort. Diesen Ort wirst du hier sicherlich kennen, wenn du dich gut umgeschaut hast oder zumindest einmal ein Ende erreicht hast. Wenn du dir nun diesen Ort anschaust, dann wird dir sicher jetzt auffallen, dass der eine Stuhl rot und der andere Stuhl blau ist.
Selbst wenn du noch nie Cyberpunk 2077 gespielt hättest, würdest du wahrscheinlich jetzt ganz sicher sagen können, auf welchen Stuhl wie stets sitzen wird. Oder etwa nicht Shroom. Werfen wir einen kurzen Blick in die Perks. Dann finden wir hier den Perk Alles nur Einbildung. Das Bild auf dem Icon ist eine Referenz auf eine der berühmtesten Szenen aus Matrix. Weiter geht es mit einer sehr offensichtlichen Szene. In Night City gibt es eine Menge Werbespots und wenn man darauf achtet, dann wird man früher oder später diesen Werbespot hier sehen können. Das Ganze erinnert extrem an die Szene, in der Neo um die Waffen bittet, und zwar um eine ganze Menge Waffen. Guns. Lots of guns. Kommen wir zu der letzten Referenz. In Haywood the Glen können wir folgende versteckte Szene vorfinden. Hier liegt ein sehr toter Typ herum, der einen Splitter mit folgenden Inhalt bei sich trägt. Hier spricht ein John Anderson mit einem Orpheus. Sie sind auf dem Weg zu dir. Wer? Steh auf und sieh es dir selbst an. Die kenne ich nicht. Das ist irrelevant. Viel wichtiger ist, was sie mit dir machen werden, wenn sie dich finden. Scheiße, was jetzt? Du musst das Büro verlassen, sofort. Okay, ich laufe zum Fahrstuhl. Ich befürchte, dass das keine gute Idee ist. Dann läufst du ihnen direkt in die Arme. Was soll ich denn dann machen? Mich teleportieren? Ich werde dir helfen, aber das setzt deine Kooperation voraus. Okay, schieß los. Von deinem Arbeitsplatz aus gehst du rechts. Dreh dich nicht um. Halt. Bis hier? Ja. Jetzt geh in den Raum auf die andere Seite des Flurs. Bin da. Öffne das Fenster. Was? Öffne das Fenster. Dort ist ein Vorsprung. Darüber kannst du den Notausgang erreichen. Nix da, vergiss es, ich habe Höhenangst. Glaub mir, das ist der einzige Ausweg. Offenbar hat es Anderson in diesem Universum geschafft, seine Höhenangst zu kontrollieren. Zumindest so lange, bis ihm schlagartig klar wurde, dass uns Angst eben auch vor sehr großen Risiken warnen soll. Mr. Anderson aus Night City musste das endgültig lernen. Falls du diesen Ort selbst besuchen magst, blende ich dir eben die Karte ein, damit du auch sicher hierhin findest. Hier auch nochmal der Weg vom Schnellreiseterminal direkt hin zu Mr. Anderson. Tschum, das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn dem so ist, lass einen Daumen nach oben da. Ehrlich, tu es. Tu es. Nachricht an Nutzer. Danke, Chumba. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal in Night City.